Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mai 1884 wurde in Oxford das Indian Institute eröffnet. In der Begrüßungsansprache sagte der erste Präsident, Sir Monier Monier Williams, dass es immer sein Wunsch gewesen sei, that the Indian Institute should have, so to speak, two wings, one spreading itself to foster Eastern studies among Europeans, the other extending itself to foster Western studies among Indians. Der heutige Tag, knapp 130 Jahre später, begründet, Sie haben es schon gehört, ein ähnliches doppelseitiges Interesse. Das Heidelberg-Zentrum für transkulturelle Studien soll ein Ort sein, wo sich Asien und andere regionalwissenschaftliche Fächer verstärkt in die mehr europabezogenen Fächer einbringen, wie auch Methoden und Analysen aus diesen Fächern mehr in die Asien- bzw. regionalwissenschaftlichen Fächer gebracht werden sollen. Mit diesem Ansatz will das HCTS dazu beitragen, die Unausgewogenheit zwischen den großen Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und den Regionalwissenschaften andererseits zu beheben. Bislang sind diese Disziplinenbündel ja weitgehend getrennt. Philosophie bedeutet antike, westliche Philosophie. Indische oder chinesische Philosophie brauchen da ein zusätzliches, regional einschränkendes Adjektiv, werden dann oft sogar eher zu indischer oder chinesischer Weisheit, als ob das Prädikat Philosophie nur der westlichen Philosophie zukommen kann. Ähnliches gilt für viele andere Fächer. Fast immer beziehen diese Fächer ihr Material und ihren Analysehintergrund aus Europa, beanspruchen theoretisch aber die ganze Welt. In einer Zeit, in der Kulturen zusammenwachsen, ist dieser Zustand nicht mehr haltbar. Er war es aber auch schon vorher nicht. Denn Kultur, so viel wissen wir längst, ist ein dynamischer Begriff. Er bezieht Aspekte der Geschichtlichkeit, Örtlichkeit und Vermittlung oder Tradition ein. Dadurch sind Kulturen keine geschlossenen Einheiten, sondern immer schon durchdrungen. Kulturen entstehen und verändern sich durch Prozesse des Austauschs, der Begegnung, Übersetzung bzw. Translation oder Abgrenzung. Migration, Mehrsprachlichkeit, multiple Identitäten bilden daher den Normalfall und nicht die Ausnahme. Dies bedeutet zugleich die Reduzierung von Kulturen auf abgeschlossene Territorien und die Konstruktion von akademischen Fächern nach dem Prinzip der nationalstaatlichen Begrenzung tragen der prinzipiellen Ortsungebundenheit von Kulturen und ihren Trägern, das heißt Ideen, Personen, Objekten, Institutionen, nicht Rechnung. Diese kulturelle Dynamik hat durch erhöhte Mobilität und neue Medien eine historisch einzigartige Beschleunigung erfahren. Das HCTS stellt sich solchen Herausforderungen, indem es die Folgen solcher globalisierten und transkulturellen Aspekte zu seinem Schwerpunkt macht. Es versteht sich dabei als Ergänzung zu den bestehenden Disziplinen, will aber nicht an ihre Stelle treten oder gar traditionelle Disziplinengrenzen völlig auflösen. Ist das alles wichtig? Viele meinen vielleicht, ganz schön, wenn es ein HCTS gibt, aber unbedingt nötig ist es nicht, zumal ja in den einzelnen Disziplinen immer schon transkulturell gearbeitet wurde. Wir sagen, und dies beileibe nicht nur aus eigenem Interesse, nein, eine Einrichtung wie das HCTS ist an der Zeit und ungemein wichtig. Halten wir uns vor Augen, dass mit die schlimmsten und folgenreichsten kulturwissenschaftlichen Theorien aus einer großen Unkenntnis und einem falschen Verständnis von transkulturellen Dynamiken entstanden sind, wird einleuchten, wie relevant es sein kann, solche Missverständnisse möglichst im Voraus zu vermeiden. Nehmen wir nur das Beispiel der Aria- bzw. Rassismustheorien. Sie wurden durch einseitig begrenzte biologische, ethnologische und sprachwissenschaftliche Theorien bestärkt, ja geradezu geistig erst ins Leben gerufen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass wir nicht erst durch Max Weber oder Michel Foucault wissen, die Produktion von Wissen ist nicht unschuldig, Erkenntnis ist von Interessen geleitet und von Machtverhältnissen bestimmt. Nicht nur im ökonomischen, politischen oder juristischen Bereich, sondern auch im akademischen Bereich sind diese Verhältnisse asymmetrisch. Das HCTS will daran mitwirken, ihnen entgegenzuwirken. Das verstehen wir übrigens unter Nachhaltigkeit, sich auf die Zukunft vorbereiten, so wie es der Begründer des Begriffs der Nachhaltigkeit, der Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, gemeint hat,
als er 1713 in seinem Buch Sylvi Cultura Economia auf die Notwendigkeit des nachhaltigen Wirtschaftens in der Forstwirtschaft hinwies. Lieber Herr Eitel, Sie benutzen auch gern diesen Vergleich. Zukünftige Generationen werden auf die Früchte eines neuen Orientierungswissens angewiesen sein, das wir heute säen. Sie werden mehr von der Welt wissen und verstehen müssen, um den großen Herausforderungen, besonders aus Asien und, wie wir dieser Tage sehen, Osteuropa kommend, gewachsen zu sein. Und sei es nur, wie es oft da heißt, im Eingekringelten, aus Liebe zur Beförderung des allgemeinen Bestens. Das ist, meine Damen und Herren, sehr verkürzt gesagt, der Grund, warum das HCTS heute eröffnet wird. Wir sind außerordentlich dankbar, dass es damit möglich wird, die Erfahrungen des Heidelberger Exzellenzclusters Asien und Europa im globalen Kontext zu erweitern und zu institutionalisieren. Wir sind dankbar, weil wir wissen, wie schwierig es ist, universitäre und disziplinäre Strukturen zu verändern. Wir sind dankbar für den großen Einsatz von Bund und Land. Stellvertretend danken wir Ihnen, Frau Ministerin Bauer, für die verständnisvolle Unterstützung, die Sie dem Exzellenzcluster gegenüber in all den Jahren aufgebracht haben. Dass Sie uns heute noch mit einem Grußwort beehren, stimmt uns froh und hoffnungsvoll. Wir sind auch dem Wissenschaftsrat und ganz besonders der Deutschen Forschungsgemeinschaft äußerst dankbar. Stellvertretend übermitteln wir diesen Dank Ihnen, Herr Professor Kleiner, der Sie als DFG-Präsident die Exzellenzinitiative mit gewohnter Professionalität und sympathisch-freundlicher Geduld getragen und verteidigt haben. Aber auch danken wir Ihnen, Frau Flacke, von der Geschäftsstelle der DFG. Natürlich danken wir auch unserem Rektorat und der Zentralen Universitätsverwaltung. Stellvertretend möchte ich Sie hier, Magnifizenz, ansprechen. Trotz widriger Verhältnisse, sprich knappe Kassen, haben Sie uns geholfen, die zentrale Absicht der Exzellenzinitiative, nämlich nicht nur neue Themen zu besetzen, sondern universitäre Strukturen zu verändern, umzusetzen, indem die transkulturellen Studien und das HCTS in der strategischen Planung der Universität verankert worden ist. Sie sehen hier ein Schema davon, das ich nicht ausführlich erläutern kann. Es zeigt die Fields of Focus 3 und 4, die Magnifizenz schon angesprochen hat, mit dem HCTS und dem CATS da drin. Eine Einrichtung wie das HCTS bedarf eines breiten Angebots von Disziplinen, Sprachen und Methoden, wie sie nicht zuletzt dank Ihres Einsatzes, lieber Herr Eitel, in Heidelberg als einer expliziten Volluniversität gegeben sind. Als ein Ergebnis dieses Einsatzes, auch das wurde schon erwähnt, darf das Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien des CATS gelten, das die Asienwissenschaften an einem Ort bündelt und damit den einen Wing des HCTS bildet. Es war uns möglich, dafür vom Bund über 10 Millionen Euro einzuwerben, die durch weitere 15 Millionen durch Land und Universität aufgestockt wurden. Auch dafür gebührt Ihnen, Frau Ministerin und Herr Eitel, schon jetzt unser Dank. HCTS und CATS sind damit tatsächlich die größten derartigen Einrichtungen in Europa geworden, größer als zum Beispiel SOAS, die London School of Oriental and African Studies. HCTS und CATS zeigen damit zweierlei. Zum einen, dass solche Einrichtungen weitere Drittmittel generieren. Das Cluster hat insgesamt bislang nahezu 14 Millionen zusätzlich eingeworben. Zum anderen zeigen sie ein Modell, wie die Nachhaltigkeit der Exzellenzinitiative aussehen könnte. Denn eines ist hoffentlich allen klar, da nehme ich eine Formulierung von Ihnen auf, Frau Ministerin, die Exzellenzinitiative darf nicht ein Strohfeuer gewesen sein. Wir sind tief besorgt, durch Ihre Bemerkung etwas weniger, dass wir bislang noch keine klaren Signale aus der Politik bekommen haben, wie es weitergeht. Denn das HCTF wird heute zwar eröffnet, seine Finanzierung ist aber noch nicht ganz gesichert. Danken möchte ich auch den verschiedenen Dekanen der am HCTS beteiligten Fakultäten, die uns zu Recht kritisch beäugen, der Sache nach aber immer fördern. Sehr verehrte Dekane Maul, Fiedler, Feldner, Gebhardt, aber auch Frau von Stutterheim als Sprecherin des Field of Focus 3, bitte geben Sie unseren Dank an die Kolleginnen und Kollegen weiter,
verbunden mit der Hoffnung, möglichst viele von Ihnen im HCTS wiederzusehen. Unser Dank gilt ferner dem wissenschaftlichen Beirat des Clusters, namentlich Patsy Speyer, Leiden, Sumati Ramaswamy, Duke, Angela Leung, Hong Kong, Patrick Geary, Princeton und Christoph Wolf, FU, die uns mit wertvollem Rat begleitet haben und heute anwesend sind. Dank gilt schließlich allen, die uns beim Aufbau des HCTS geholfen haben, den früheren Direktoren des Clusters, Rudolf Wagner, Madeleine Herren-Oesch, nun Direktorin des Europa-Instituts Basel, und Thomas Meissen, nun Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris. Aber auch unserer großartigen Cluster-Administration, allen voran unserem jetzigen Geschäftsführer Oliver Lamers. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier nicht alle anderen namentlich nennen kann. Aber aus gegebenem Anlass möchte ich zumindest noch einer weiteren Unterstützerin des HCTS danken, Marietta Fuhrmann-Koch, der Leiterin der CUM, der ich an diesem für Sie doppelt denkwürdigen Tag auch von dieser Stelle alles Beste wünsche. Wie soll in Zukunft am HCTS gearbeitet werden? Nun, wir wollen tatsächlich eine transkulturelle Arbeitsplattform begründen, die uns über die Disziplinen und Fakultäten hinweg zusammenbringt. Transkulturalität bedeutet dann nicht ein Thema, für das das Interesse gewiss nach einigen Jahren erlahmen würde, sondern eine Methode, ein Ansatz, bei dem immer auch die andere, vor allem außereuropäische Seite, mitgedacht wird. Auf dieser Plattform treffen sich die am Exzellenz Cluster tätigen, quer zu den Disziplinen arbeitenden, 5 sogenannten Clusterprofessoren, nun auch HCTS-Professoren, mit anderen an der Universität tätigen Professoren, Nachwuchsgruppenleitern, Doktoranden und Studierenden sowie den Gastprofessoren. Ich begrüße mit großer Freude die erste Gruppe dieser Fellows, Robert Folger, Christian Henriot, Anna-Karina Hosney, Günther Leipold, Giulia Pelillo, Nadja Christina Schneider und Philipp Stockhammer. All diese Kolleginnen und Kollegen kommen in gemeinsamen Projekten, Workshops und Seminaren zusammen und haben in gemeinsamer Forschungszeit einen hoffentlich regen intellektuellen Austausch. Sie können sich am HCTS einer herausragenden Infrastruktur bedienen, etwa des Fachverstandes der Digital Humanities Unit bzw. der Heidelberg Research Architecture oder der Möglichkeiten zur Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in unserer Zeitschrift und Buchreihe. Oder der Library Talks mit unseren hervorragenden Doktoranden aus Ost und West. Oder der Mitarbeit an unserem Master for Transcultural Studies, dem internationalen Studierenden nach, der erfolgreichste Studiengang an der gesamten Universität. Dies alles und mehr macht das HCTS aus. Vor allem soll es aber eine interfakultäre Begegnungsstätte sein, die von einem Geist getragen ist, wie in unserer heutiger Festredner Professor Avishai Margalit ausströmt. Auch ihn, den nach dem Beitrag von Professor Kleiner Josef Maran vorstellen wird, begrüße ich sehr herzlich. Zuvor werden uns aber noch einmal Chang Yong Zhao und Benjamin Leuschner, das Duo Seidenstraße, in eine Welt versetzen, die so schön Goethes folgendes Gedicht aus dem westöstlichen Divan umsetzen. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Bleibt mir zum Schluss nur noch eines anzufügen. 1968, in diesem bewegten Jahr, hat die Universität Oxford das Indian Institute aufgelöst, die Bibliothek in die Bodleian Library integriert und das Gebäude, Madeleine Mirabili Dictu, der modernen Geschichte geschenkt, die sich damals fast ausschließlich auf Europa konzentrierte. Zwar hatte dieser Schritt eine Protestnote der indischen Regierung eingebracht, doch blieb dies ohne Konsequenzen. Möge dem Heidelberger Zentrum für transkulturelle Studien eine solche Entwicklung erspart bleiben. Möge dem HCTS mehr Nachhaltigkeit beschert werden. Ich nehme an, Frau Ministerin, mehr als 130 Jahre können Sie uns locker zusagen. Ich danke Ihnen jedenfalls schon jetzt und ich danke Ihnen, verehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.